Was streicheln? Muss ja noch gar nicht. Ey! Bleib hier. Ich muss dich streicheln. Hallo. Ja, bin ich ein Feiner. Ist er jetzt böse? Ach, ist der lichtempfindlich? Was? Der ist ein bisschen dunkelhäutlicher und ist lichtempfindlich. Bankkonto? Ach nö. Ich will hier niemanden ausrauben. Habe ich zwar vorhin gemacht, aber die haben mich angepumpt. Die Obdachlosen. So, wo ist hier mein Boot? Ich glaube, das war mein Boot, aber das finde ich schöner. Vorhin steht das auch besser. Steht in einem besseren Licht. Hallo? Aber manchmal ist es ein bisschen kompliziert. So. So, sorry. Ich musste mal ganz kurz nochmal mein Mikro muten. So, coole Sache. Dann wollte ich nämlich hier hinfahren, wo hier das ganze Geld war. Hier gibt's auch, das ist auch alles vieles, viele Sachen, die man noch machen kann. Guck mal, hier ist sogar gleich ein Forschungspunkt, dann noch ein Forschungspunkt, dann hier wieder Tüte mit Geld und dann wollte ich ja hier lang und dann eventuell hier noch den Forschungspunkt und dann können wir uns hier echt langsam, können wir da langsam eintrudeln. Schlau wäre natürlich jetzt erstmal eine Markierung zu setzen. Dann fahren wir nämlich von der Seite, fahren wir hier an den Steg ran. GPS-Fehler. Achso, hat natürlich keinen Weg gefunden. Wie in Reihe und Glied hier die Schiffe fahren. Voll doof, wenn du mich fragst. Oh, warte mal. Ich weiß zwar nicht, was es ist. Ah, es ist Sperrgebiet. Aha. Haben wir also noch nicht ausgiebig genug geguckt? So, warte mal ganz kurz. Wir haben ja Technik. Aha. Und Geld. Aber Geld ist hier unten, glaube ich. Guck mal, hier ab plus. Können wir da lang schwimmen? Ah, krass, gucke. Ja, weißt du was? Die Drohne, die lasse ich jetzt erstmal hier oben, weil das T-Shirt ist ja dann wahrscheinlich da drinnen irgendwo. Ist ja eh alles offen. Ah, genau, da liegt es. Da können wir dann auch mit dem Jumper hin. Das ist relativ einfach. Und da unten das Geld. Naja, da schwimmen wir hin. Was soll der Geiz? Das Fluchtfahrzeug können wir ja hier stehen lassen, zum Glück. Nein! Manchmal ist es ein bisschen schwer hier zu steuern, weil der dann immer so Vollgas gibt. Aber geil, der hat wieder nicht auf Radio umgestellt im Auto. Ich will das jetzt natürlich nicht zu laut sagen. So, ach guck mal, da ist nochmal Geld. Krass, wie viel Geld man hier erst sieht, wenn man hier in der Nähe ist. Aber ich glaube fast. Ja gut, hier geht nichts mehr ab. Also wieder zurück zum Schiff. Und dann kann ich mit dem Jumper ein bisschen. Oh, ich hoffe nicht, dass der ins Wasser fliegt. Aber ich kann mich natürlich auch irgendwo anders hier positionieren. EG like this hier. Unser Steg. Oh, hier ein einsamer Angler. Geht freilich willig zum Drohnentest. Was? Gibt auch ein paar komische Menschen. Geht freiwillig zum Drohnentest? Warte mal, stand da echt Drohnentest? Geht freiwillig zum Drohnentest. Hä, warum? Wenn man sich, ganz ehrlich, wenn man sich nichts vorwerfen lässt, dann muss man doch damit nichts zu tun haben. So, weißt du was? Ich hol beides mit dem Jumper. Das ist immer ganz gut mit dem Jumper. Da hat man denn null Problemo, Arigato. Ich hoffe nur, dass das so lange reicht oder so weit reicht. Ach, das liegt draußen. Kacke. Oder liegt das draußen? Ja. Hm. Da springt natürlich genau einer rum. Oh nein, scheiße. So, schnell weg, damit er nicht kaputt geschossen wird. So, dann kann ich mich nämlich hier nochmal ein bisschen näher ran bewegen. Weil dann ist das kein Problem mit dem Jumper. Aber gut, sagen wir es mal so, das wäre echt fies, weil ich habe ja schon öfter darüber nachgedacht, warum ist die Drohne, warum kann man damit nichts einsammeln? Aber ist natürlich doof, weil mit dem Jumper, mit der Drohne kannst du ja wirklich unbemerkt, kannst du ja hier den Punkt kannst du anvisieren, hier bist du ja noch nicht im Sperrgebiet, dann kannst du runter, kannst du einsammeln, das wäre einfach gemacht, vereinfacht. Ja. Und von daher, ach guck an, da liegt's.
Ach, gucke an. Denn einmal Rückruf. Rückruf mit der 5. Kostenlose Rückruffunktion. So, und dann können wir hier hoffentlich... Ach, weißt du was, da gehe ich den Weg einfach hier rein. Neuen Song in der Nähe entdeckt. Kann ich einen Hund eigentlich auch? Geht gern Gassi um 4. Aber ihn kann ich ablenken. Ey, sieht aus... Sieht ein bisschen aus wie Russen. Nee. Das wäre doof. So, ciao. Geil, siehst du? Alter. Da sieht man mal, wie viel man hier einfach mal rumgucken muss. Guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pfeile. Ich will gar nicht wissen, hier ist bestimmt noch was. Hier war ja der Steg, da haben wir nichts entdeckt. Hier, da gucke ich jetzt mit dem Boot nochmal hin. Weißt du was, jetzt haben sie mich hier ein bisschen angehaucht. Finde ich krass, was man hier so alles entdeckt. Die Map ist riesig. Ich glaube, da kannst du locker kannst du da... Insgesamt von der Spielzeit her kannst du da, glaube ich, 2 Tage mit verbringen, hier wirklich alles abzuarbeiten. Wenn nicht sogar noch mehr. Das hat, glaube ich, schon von der Zeit her so zumindest das, was ich kenne. New Vegas, das darf ich, glaube ich, auch, wenn ich meinem Steam-Account glauben kann, dann bin ich da, glaube ich, schon bei 150? 150 Stunden, glaube ich. Okay, hier ist nichts on the way. Warum, wie sieht denn der denn da oben an? Hub vor kurzem Geld ab. Hast du den Hausmeister bestellt? Fragezeichen. Nee, wieso? Er ist hier. Soll ich ihn reinlassen? Achso, auf keinen Fall. Er weiß, dass ich da bin. Nicht aufmachen! Ich erklär's dir später. Oh, weia. Da gibt's bestimmt noch Stress. Der Hausmeister ist bestimmt die geheime Liebe oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Fisherman's Raft. Warft. So, da sieht aus wie ein Steg. Da fahre ich jetzt auch hin. Cool, finde ich echt geil. Aber ich glaube auch fast, das ist jetzt alles gewesen, was es hier so gab. Oh, Wasserschutzpolizei. Hallo. Alcatraz. Ich frage mich, ob es da auch so Dings gibt. Ob es da irgendwie Informationen gibt, ob man Alcatraz schon alles, abgearbeitet hat. Ein berüchtigtes Gefängnis, bekannt dafür, dass es beinahe unmöglich war, von hier zu fliehen. Schon viele Filme wurden hier gedreht. Das Gefängnis steht auf einer Insel vor San Francisco und ist umgeben von türkischen Strömungen. Ach, die Strömungen, stimmt, das war das Türkische. GPS-Point? Ach, also, weil ich Alcatraz angeklickt habe, glaube ich. Dann waren die Strömungen, das waren das Türkische, nicht Haie oder so. Oder waren es doch Haie? Ich glaube, Haie haben noch mit reingezählt. Ich will aber echt nichts Falsches sagen. Falls ihr da mehr wisst, könnt ihr mich da gerne korrigieren. Ich bin da, hab da gut und gerne ein offenes Ohr. So, ach, gucke an, kennen wir das hier nicht? Da haben wir doch die Karre geklaut. Warum haben wir hier nicht vorher den Spotpoint oder in den Forschungspunkt gesehen? So. Ach, ich wollte gerade sagen. Ey, ist hier gar keiner. Ach, ich wollte gerade sagen, ich dachte, hier ist gar keiner unterwegs. So. Den muss ich mitnehmen. Da muss ich also wieder mit dem Dings rein. Uah. Schnell Rückruf. Dann bin ich immer raus aus dem Schneider. Huch. Ich habe gerade geguckt, was da so blinkt, aber das ist schon wieder mein Dings gewesen. So, weißt du was? Ah, bitte. Das war knapp gewesen. Aber das ist ja geil, dass man hier mit dem Jumper überall rumfahren kann. Finde ich ja echt gut gemacht. Ey, ich wollte jetzt Tor hier aufmachen. Wollte gerade sagen, da hatte ich doch die Datei schon gehabt. So, aber weißt du was? Jetzt erstmal hier auf Forschung. Fernsteuerung. Hier, haben wir. Was? Ach so. Nicht genug Forschungspunkte. Ich wollte gerade sagen, haben wir noch gerade eingesammelt. Hä? Ach so. Nein, ich will niemanden anlocken. Alter. Hier ist man ja echt überall im Visier. Wow.
Ich wollte gerade sagen, wo sieht er mich denn? Damals gab es auch, damals gab es auch bei Watch Dogs 1. Damals gab es bei Watch Dogs 1 auch. Oh nein! Gab es auch Kameras, die an den Leuten sozusagen dran waren. Und dann konntest du da dann sozusagen gucken, wo die lang gehen. Das war auch cool gemacht. Verdammt! Wir haben einen Maulwurf! Stimmt gar nicht. Oh, guck mal hier. Also, Forschungspoint ist above me. And above me ist gleichzeitig auch the Tüte mit Geld. Hab ich gar nicht gesehen. Wusste ich gar nicht, dass hier sowas in der Nähe war. Geil! Ein Forschungspunkt. Und Tüte mit Geld. Yeah! Wir werden immer reicher. Krass. Weiß langsam gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Nein, natürlich nicht. Habe ich das gerade richtig gesehen? Waren hier zwei Forschungspunkte? Ach stimmt, das war ja vorher schon bekannt, dass hier zwei Forschungspunkte ganz in der Nähe waren. Aber da gehe ich, glaube ich, von dem Steg aus. Da ich jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust hier am Land lang zu gehen, da komme ich... Lebend komme ich hier doch niemals rum. Oder sagen wir mal ohne Polizeistern. Oh, shit. Ey, guck mal, sind wir hier nicht rübergesprungen? Hier sind wir, glaube ich, rübergesprungen, oder? Also mit dem Auto damals, mit dem Knightrider. Ich glaube, das war die Mission, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja. Und was habt ihr euch so vorgenommen für 2017? Das Jahr ist ja dann doch schon 6-7 Tage alt. Kommt drauf an, wann ihr die Folge hier seht. Obwohl die ist ein bisschen später kommt die. So. Jetzt erstmal wieder mit Markus unterwegs. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir dieses Jahr, ich will mir immer nicht so viel vornehmen. Doch eine Sache, das verbindet sich auch gleich mit dem Thema, sich was vornehmen. Ich habe mir vorgenommen, mir weniger vorzunehmen sozusagen, weiß ich nicht, wie man es erklärt. Also vorgenommen habe ich weniger Erwartungen in irgendwas reinzusetzen. So kann man das auch mit dem Kanal ein bisschen kombinieren, wenn ich das jetzt so, sag ich jetzt mal, was ist denn hier los? Ach, mit der kann ich reden. Mach ich aber gleich erst. Ja, wenn man das jetzt so bezeichnen möchte, auf jeden Fall, weil ich habe gelernt, wenn man sich zu sehr auf irgendwas versteift oder wenn man von irgendwas Erwartungen oder eine Erwartungshaltung hat, dann ist das meistens so, es kommt anders als man denkt und wie auch immer. Und dann passiert's, dann ist man enttäuscht und weiß ich nicht, kann die Situation nicht genießen oder wie auch immer. Zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Feier hat mit Freunden und letztendlich läuft das anders als man denkt. Wo ist denn hier der Forschungspunkt? Punkt. Hier ist doch bestimmt irgendwo eine Öffnung. Ja, und das habe ich mir nämlich den Fehler, den habe ich auch bei meinem YouTube-Kanal, muss ich ehrlich sagen, hatte ich ganz oft gehabt, dass ich mir gedacht habe, oh geil, wenn ich diese Folge jetzt hochlade oder allgemein, wenn ich jetzt so mache, dann werde ich irgendwann, habe ich irgendwann 1000 Abonnenten, oh cool. Und denn bin ich bekannt im Internet, wie auch immer, oder keine Ahnung, da gibt es Leute, die meine Videos gerne gucken und sowas. Und letztendlich habe ich dann so teilweise relativ wenig Aufrufe auf Folgen und dann denke ich mir so, ah, schade, habe ich mir anders vorgestellt, so nach dem Motto, so blöd betrachtet, ey geil, was ist denn hier los? Nicht verfolgt. Was? Ach, ich zeichne Missionen. Oder? Ja, und da ist das denn immer doof. Und ich habe mir vorgenommen, so weniger Erwartungen reinzusetzen. Ich spiele ja Watch Dogs, beziehungsweise ich mache ja allgemein die Let's Plays, die mache ich ja wirklich meistens nur, weil ich Spaß daran habe. Und, nicht, weil ich irgendwie extrem berühmt werden will im Internet. Und von daher, weiß ich nicht, so gehe ich jetzt zumindest an die Sache ran und das macht mir jetzt auch, ja, was heißt Spaß? Spaß hat es mir vorher auch schon gemacht. Ist schwer zu erklären. Aber ich gehe da halt, wie gesagt, ich gehe da locker an die Sache ran und dann hat sich das. So, was war denn das jetzt gewesen mit der Mission? Verstehe ich gar nicht. Hacke Straight String Graves beim Coin Tower. Hatte ich das jetzt vorher schon? Ich würde aber trotzdem gerne mal wissen, was das jetzt mit den Dings war. War das das hier?
Nee, ach, das hatten wir, das ist ja die Mission, die wir gerade anvisiert haben. Muss ja eigentlich eine Nebenmission gewesen sein. Gestohlene Signale. Ich will jetzt nochmal reinfahren. So, wo war das hier? Da war, glaube ich, hier nebenan in der Treppe. Oh, Entschuldigung. Schade, dass ich Dings noch nicht drin habe. Die Erweiterung, dass ich hier mit dem ein bisschen schneller unterwegs sein kann. Ich wollte gerade sagen, hier sieht es auch ein bisschen offen aus. So, wo waren das hier? Hä, bin ich doof? Ach, das war hier vorne. So. Das war ja ein bisschen mysteriös. Aber das ist, je öfter oder je länger man je länger man Dings spielt. Ah. Guck mal, wie viele Punkte das sind. Alter, da muss ich mal ein Bild von machen. Was steht denn da? Ah, Gnomi. Gnomi Bay. Ey, warum hängt das so komisch? Ah, ich kann ja auch, Kamera. So. Ist das jetzt gespeichert? Guck mal, da rechts ist auch nochmal was. An sich, weiß ich nicht, könnte man... Wie kann ich denn überhaupt, Dings... Wie kann ich hier die gespeicherten Bilder überhaupt angucken? Multiplayer, Kamera, App laden. Hier, Galerie. Oh, da müsste ich bestimmt schon einige Bilder haben. Guck mal hier, wie viele Bilder wir hier haben. Ach, guck mal, das waren die ersten... Das war hier so mit die ersten Bilder, die ich gemacht habe. So. Können wir hier ein bisschen ranzoomen? Ach, das erkennt man so schlecht, weil es so hell ist. HUD, ein und aus. Was, löschen? Achso. Abbrechen. So, das wollte ich machen. Aber ich kann ja, glaube ich... Ich glaube, ranzoomen? Geht hier ranzoomen? Nee, geht auch nicht. Navigieren... Ja, gut. Na, ist ja nicht so wild. Können wir uns ja später nochmal mit beschäftigen. Aber ich glaube fast, das sind Punkte, wo es hier überall diese Zwerge gibt. Und ich glaube, die kann man sich alle, glaube ich, alle einsammeln. Und, ja. Da hat man irgendwann... Oh, guck mal hier, Beatles. Was ist denn hier los? Achso, die Autos. Ich dachte, das hat damit zu tun. Aber guck mal, hier ist doch Beatles, oder? Wie die über den Zebrastreifen gehen. Hat jetzt natürlich nichts damit zu tun. Hat versucht, Null zu hacken. Stellt Internet-Playlisten zusammen. Weißt du was? Da mache ich jetzt mal ein Foto von. Sowas hat man ja auch nicht jeden Tag. So, ich möchte aber gerne... Oh Mann, das ist so cool. Das ist ja schade. Ich hätte gerade von dem Typen hier gern ein Foto gemacht. Genau so sollte es sein. Ach, weißt du was? Das muss, glaube ich, so sein. Kamera? So. Ich glaube fast, dass es gewollt. Sieht natürlich jetzt, weiß man natürlich nicht, ob das, ob die jetzt... Sag mal, wie gern hätte ich dich selbst fertig gemacht. Wie bitte? Na, jetzt hat er Angst. Fahrtkonzern Galilei hat sich zu DeadSecs Modifikation des KI... Das Essen an Fisherman's Wharf? Oh, in diesem Urlaub werde ich bestimmt 15 Kilo zulegen. Hä, was? Oh, hey! Wie interessant. Ich glaube, das war gerade wirklich ein Fehler gewesen, dass die hier gestanden haben. So, wo wollte ich jetzt als nächstes hin? Hier wollte ich jetzt als nächstes hin. So, sind hier die Bremse wenigstens besser als bei der Shopper vorhin? Oh, VIP-Mission in der Nähe. Guck mal, hier rechts ist bestimmt auch wieder Geld. Da werde ich mir auf jeden Fall gleich nochmal einen Wegpunkt setzen. Aber ansonsten ist da oben wieder... Ach, das ist ein Haus hier. Also ein Parkhaus, nicht ein Haus. Ah, da muss doch bestimmt... Ach, guck mal, da ist noch ein Weg hoch. Dann brauchen wir doch gar nicht unsere müden Füße anstrengen. Dann brauchen wir ja echt nur rumfahren. Ah, das ist ja einfach. Warum ist denn sowas auf der Karte markiert? Sowas müsste man eigentlich nur nur nebenbei beim Vorbeifahren rausfinden. Ach, gucke an.